Wie gestalte ich eigentlich ein schönes, interessantes und gern gesehenes Layout? Unser erster Schritt beim Gestalten von den harten Sachen sozusagen, also unserem Hardscape im Becken, ist natürlich unser Bodengrund. Im Aquascaping bei euch natürlich Soil. Ich habe darunter jetzt noch, wie ihr vielleicht seht, Volcano Mineral drunter und das Volcano Powder von JBL als Bodengrundzusätze. Und um mir das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Dann zum Bearbeiten habe ich jetzt hier noch meinen Sandflattener. Das geht mit einem Pinsel oder einem anderen Spachtel natürlich genauso gut. Und als erstes haben wir es natürlich gerade, wir haben es einfach so reingekippt in unser Becken, unseren Beutel. Übrigens ein 28 Liter Becken hier. Also ich habe da jetzt einen 9 Liter Beutel. Ja, zwei Drittel leer gemacht. Also 6 Liter müssten ausreichen. Aber jetzt habe ich noch ein bisschen Zoll da. Und es gibt natürlich die klassischen Methoden, zum Beispiel wie hier jetzt einfach so hinten rechts so einen kleinen Hügel ansteigen zu lassen. Und hier dann so ein kleines Tal in Anführungszeichen. Also ungefähr so sieht das dann aus. Jetzt mal ganz grob und schmutzig gemacht. Quick and dirty. Und dann geht das natürlich auch hinten links genauso gut. Oder ihr macht so eine Schlucht quasi, so ein Tal dazwischen, dass ihr das Ganze links und rechts macht. Also ihr macht links hinten einen Berg und rechts hinten einen Berg. Und dann habt ihr in der Mitte so einen kleinen Weg quasi. Da bräuchte ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Zoll, aber ich denke, ihr könnt das auch so schon gut sehen. Und ich gucke jetzt mal, ich werde das dann auch noch, ich mache das so, dass ich das beim Scapen mit dem Stein und der Wurzel noch ein bisschen anpasse. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich das sehr viel wirklich in den zweiten Schritt verlagere. Also ich mache jetzt einfach nur grob, einfach hier lasse ich das leicht ansteigen. Das ist generell sehr wichtig, dass ihr das nach hinten ansteigen lässt. Und ich fange jetzt einfach mal an und hole mir jetzt meinen ersten Stein. Hier, das ist jetzt mein erster Frodo-Stone. Der sieht sehr schön aus, das ist so ein Plateau. Also der ragt so ein bisschen so raus. So würde ich den verwenden. Die Frodo-Stones haben auch meistens eine schöne und hässliche Seite. Also wenn ihr jetzt diese Seite seht, die ist jetzt natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Setze ich den lieber so. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Schiffsbug. Daran erinnert mich das ein bisschen. Und wir setzen ihn jetzt zum Beispiel einfach mal links hinten hin. Schieben das da so ein bisschen rein, dass der auch hält. Und das sieht doch schon sehr schön aus. Mein verfügbares Material seht ihr jetzt hier. Ich habe jetzt hier drei Frodo-Stones und eine Morkin-Wurzel. Während ich das jetzt einrichte, ist natürlich noch wichtig zu beachten, habt ihr bestimmt schon mal gehört, den goldenen Schnitt und die Drittelregel. Also ich versuche euch das jetzt hier mal ein bisschen zu erklären. Also wenn ich nach der Drittelregel scape, unterteile ich mir quasi visuell mein Becken in Drittel. Also ich ziehe hier quasi solche Striche und achte darauf, dass mein Blickfang, mein Highlight im Becken, zum Beispiel jetzt vielleicht die Wurzel, das muss ich danach noch ein bisschen gucken, dass es nicht genau in der Mitte ist, sondern leicht nach links und nach rechts versetzt, eben an den Schnittpunkten dieser Drittel. Das könnt ihr auch, wenn ihr euch das nicht so gut vorstellen könnt, mit so nicht wasserfestem Marker so dran malen oder anders markieren. Und der goldene Schnitt ist ähnlich, nur dass ihr das Ganze auch, ihr teilt das auch in Drittel quasi, nur dass die nicht gleich groß sind. Und da könnt ihr bestimmt im Internet so ein Bild finden. Das sind dann auch nochmal Schnittpunkte. Das ist ähnlich. So, ich mache jetzt einfach weiter. Hier hat sich schon so ein kleines Plateau gebildet. Das behalte ich im Hinterkopf. Und dann fange ich jetzt mal mit dem zweiten Stein an. Wieder dasselbe. Absolute, richtig doofe Seite. Und sehr schöne Seite. Mit so, wie so Einkerbungen sieht das aus. Den setze ich jetzt einfach mal erstmal so ein bisschen so, setze ich die jetzt einfach rein und danach stelle ich die immer ein bisschen um. So, der Stein ist tatsächlich jetzt auf beiden Seiten sehr schön, aber ich würde sagen, dass der auf der Seite noch ein bisschen schöner aussieht. Und stelle den jetzt mal vielleicht, ja, das sieht so ein bisschen symmetrisch aus, wenn die da so in der Reihe stehen. Dahinter passt er jetzt nicht.
Vielleicht schiebe ich den ein bisschen vor, den ein, und setze den dahinter. Sieht doch schon schön aus. Und mit der Wurzel haben wir ja gerade uns so eine Terrasse gebildet. Hier vielleicht könnten wir die hinsetzen. Sieht schon sehr schön aus. So ist das natürlich auch sehr schön. Können gucken, dass wir die vielleicht, also entweder so, dann wird das ein bisschen rausragen. Sieht natürlich auch sehr schön aus. Aber dann haben wir da rechts so ein bisschen einen toten Punkt. Oder wir setzen das halt, dass hier dieser kleine Ast so ein bisschen, dass sich der so daran quasi festhält so ein bisschen. Sitzt auch sehr schön fest. Und wir das so machen, ich denke, das machen wir auch so, das sieht schon sehr schön aus. Aber eben hier diese Knolle da unten, die sieht natürlich nicht schön aus. Die müssen wir dann da drin so ein bisschen vergraben in unserem Plateau. Ich drücke die jetzt schon mal so ein bisschen rein. So. Und schieb das schon mal ein bisschen mit dem vorhandenen Zoll zu. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann nehme ich mir jetzt noch mal kurz meinen Messbecher. Hier habe ich jetzt noch einen kleinen Messbecher mit Zoll noch. Und da schütte ich jetzt ein bisschen noch mal was auf die Knolle hier drauf. Dass sie nicht so gut zu sehen ist. So. Nehmen wir noch mal meinen Sandflattener zur Hand. Schieb das Ganze jetzt ein bisschen so da drauf. Aber das sieht schon sehr gut aus. Jetzt können wir das Ganze noch so ein bisschen jetzt schon, da wir jetzt schon eine Ahnung haben, wie das aussieht, können wir jetzt schon so ein bisschen den Sand danach formen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel so einen kleinen Weg. Wir können den jetzt auch noch ein bisschen nach vorne. Dann haben wir hier noch mal eine Abzweigung. So, und das sieht schon sehr schön aus. Und wenn wir den noch einen Tick nach da, das jetzt ein bisschen vorschieben, haben wir hier noch einen Weg. Zum Beispiel können wir hier schön mit Bodendeckern arbeiten, dass hier wirklich auch ein Anstieg von Bodendeckern ist. Müssen wir mal gucken, bis hier ungefähr würden die da gehen. Dass man hier zwischen auch noch Bodendecker setzt. Und vielleicht da in die Ecke zum Beispiel eine Busflandra oder dahin mit Aufsitzerpflanzen arbeiten. Das sieht schon sehr schön aus. Jetzt bedanke ich mich noch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt mit diesen Tipps jetzt mehr Chancen, ein schönes Layout für euer Becken zu gestalten. Demnächst wird auch noch ein Video kommen, wo ich das Becken bepflanze wahrscheinlich. Das wird aber dennoch ein bisschen dauern, weil ich noch ein bisschen mit der Auswahl hapere und sehr wählerisch dabei bin und mir auch noch nicht im Klaren bin, wie genau das Layout jetzt aussehen soll. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen hingeklatscht. Ich finde, es sieht schon sehr schön aus. Ich werde jetzt noch mal ein paar Tage oder Wochen ein bisschen rumspielen, rumexperimentieren und dann das finale Layout nach diesem Layout dann die Pflanzen aussuchen. Ihr könnt euch jetzt noch meine anderen Videos anschauen oder ihr fangt direkt mit dem Scapen an. Das ist jetzt euch überlassen und ich sage jetzt Tschüss und viel Spaß beim Scapen.